In unseren Nachrichten informieren wir Sie über die Straßensperrung zwischen Otterberg und Schneckenhausen, die Ortsbürgermeisterwahlen in Otterbach, den Erfolg der Veranstaltung Resonanz und über die Nahwärmenetze Otterbach und Moorbach. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Straßensperrung Schneckenhausen. Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass ab 19. September die Strecke zwischen Otterberg und Schneckenhausen wegen der Fahrbahnsanierung gesperrt ist. Die Umleitung ins Odenbachtal läuft über Mehlbach. Dies gilt natürlich auch für die Anfahrt zum Bauernmarkt am 25. September in Schneckenhausen. Ortsbürgermeisterwahlen in Otterbach. Inzwischen hat der Ortsgemeinderat Otterbach abschließend über das Datum für die Ortsbürgermeisterwahlen beschlossen. Es wurde der 20. November festgelegt. Diesen Termin hat inzwischen auch die Kommunalaufsicht bestätigt. Bis zu diesem Zeitpunkt übernehmen die Beigeordneten Susanne Korresel und Christoph Hübel die Vertretung. Erfolg für Resonanz. Einen großen Erfolg konnte die Hochschule Kaiserslautern zusammen mit dem Verein Kulturart mit der Veranstaltung Resonanz, die inszenierte Abtei, verbuchen. Die spektakuläre Lichtinstallation an der monumentalen Westfassade der Abtei zusammen mit einer dafür kombinierten Musik, die eine Liveband zur Beamer-Projektion performte, begeisterte die Zuschauer. Nahwärmenetz Moorbach. In Moorbach konnte inzwischen ein Grundstück für den Bau einer Heizzentrale für das Nahwärmenetz gefunden werden. Damit kann nun eine Studie für eine Kostenschätzung beauftragt werden. Diese ist notwendig, um die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Kosten für einen Anschluss zu informieren. Nahwärmenetz Otterbach. Auch in Otterbach haben viele Bürgerinnen und Bürger ein Interesse für einen Anschluss an das bestehende Nahwärmenetz bekundet. Hier ist die Kostenkalkulation soweit abgeschlossen. Es soll demnächst eine Anwohnerversammlung stattfinden, um die Rahmenbedingungen für einen Anschluss darzulegen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie keine Nachrichten oder Neuigkeiten mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.